Wissenschaftler suchen nach Mustern in den Zahlen. Ja, das ist mir schon klar, dass ein Muster in den Zahlen ist. So, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder, eure Sandora. Und euer Fleck. Genau. Ich leuchte hier schon lustig mit meiner Taschenlampe. Ja, wir spielen heute Curious Case. Das ist so ein Detektivspiel. Ja. Ja, ne? So, das ist unser Büro, also momentan noch mein Büro. Und wir haben uns eben schon mal ein bisschen angeguckt mit der Steuerung. Die ist noch ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ja, es ist momentan noch mehr für die Vive gemacht. Auch mit D-Pad-Drehung und so. Wir haben zwar die Thumbsticks, aber die funktionieren. Ja, wir können uns hier reinweg nur hin und her porten und müssen uns halt noch selber drehen. So, aber ich würde sagen, wir starten mal ein Spiel. Wir haben ja auch die Möglichkeit, auf Deutsch zu stellen. Das ist richtig cool. Und dann mache ich jetzt mal ein Spiel hosten. Oh, Sandora ist gleich drin. Ja, also ich sehe. Siehst du mich schon? Ja. Ja. Oh, guck mal. Oh, Fleck, du bist aber groß. Hallo, Team? Guck mal. Hier du neben. Ach da, hallo. Und jetzt drücke ich einfach mal auf Start, ne? Ja. Mal gucken. Was passiert? Ja, passiert was? Ja? Jetzt bist du in mir drin. Ach, da hinten ist der Schlüssel. Okay, holst du den Schlüssel oder soll ich den holen? Nee, ich kann auch. So, hier haben wir den Schlüssel. Man kann auch, oh, guck mal, eine Kippe. Aber die kann ich nicht rauchen. Ja, du als Raucher. Das jetzt. Guck mal, wir sind Thomas Moore. Und wir leben in Portland, London. Wuhu! Wuhu, so ist. Ja, muss mach ich mal das schwere Rätsel hier und schließ mal die Tür auf. Ach, die Tür muss ich aufschließen. Ich dachte, ich muss da an der Wand verduft. Also man kann es auch Fletch zocken, das Spiel. Oh, das macht ja keinen Spaß, ne? Nee. Der verschwundene Wissenschaftler, Kapitel 1. Ach du Kacke, was ist denn hier kaputt? Oh mein Gott. Die Zettel kannst du alle hochheben, aber das kann ich nicht lesen. Okay. Ganz wichtig, Kaffee, aber den können wir nicht nehmen. Aber den auch nicht. Oh, guck mal, nehmen wir den Kaffee an. Geil, ne? Ja, die Zettel können wir eh nicht lesen, aber wir müssten vielleicht jeden mal durchgucken, ob da irgendwas... Aber hier, guck mal, hier, da. 1, 2, 3, 4, das ist hier irgendwie so ein Code wieder. Ist das für da? Oder für da hinten? Oder für hier? So, wenn du das verstehst hier, oh mein Gott. Mal. Lass mal los. 1, 2, 3. Irgendeine Kombination. Was ist da? 28. Ach du Scheiße, ey. Leute, das fängt gleich super an. Ich hab... Hier, du bist ja so ein, keine Ahnung, Mathe-Genie, ne? Guck mal da ans Fenster, das ist deine Aufgabe. So. Ja... In Klammern A minus B, in Klammern C minus D gleich, in Klammern AC plus BD. Hat das was damit zu tun? Das wäre jetzt richtig scheiße, weil dann müsste ich mir noch einen Zettel nehmen. So, das sind Uhrzeiten. Jede Uhr hat eine andere Zeit. Ja, guck mal auf die Tafel, was soll denn das da sein? 3, 3, 2 und in der Mitte 3. Warte, rechne mal. Nee, das kommt nicht hin. Ja, wie soll denn 3, 3 und 2, 3 ergeben? Wenn du minus plus irgendwie. Aber es geht ja nicht. Oder haben die, müssen die irgendwas gemeinsam haben? Tja. 9. 8 und 2. Ach du Scheiße, ey. Ich guck mir erstmal die Uhren an. 3, 8, 4, 7. 4 sind 4. 5. 3. Wie sind denn 4?
8. 5. Ach, 5, ja, Entschuldigung. 5 und 7. Nee, da fehlt noch eine Zahl. Ist hier noch eine Uhr irgendwo? Warte, ich mach mal hier, was hast du mal gesagt? 3? 3, 8, 3, 5, 8, 5. 7. Ist auf? Nee. Doch, doch. Ist auf. Haha, Mann, so. Ich bin so super. Okay, xen wir hier mal alles. A letter written by the scientist. It looks like a personal log. Sieht aus wie ein Tagebuch. Oh, ja. Warte, ich muss mich ja hier mal selber drehen. Okay. I decided to keep a personal log with how complicated things are about to get. Das steht noch nicht auf Deutsch, ja? Nee, den Zettel ist nicht auf Deutsch. Okay. Boah, der Zettel sieht cool gemacht aus. Das ist ja mal cool gemacht. Und man kann nicht da mal. Ich musste bestimmt die Scheibe ran machen, oder? Guck mal. Ey, wir sind voll in den Bergen. Geil. Hehe. Ah. Lass mal, dreh mal um. Okay. Da stehen auch Zahlen drauf, ja? Mhm. Okay. Was ist alles mit Zahlen hier? Kensington Road oder ne? Kingston, sagst du, ja? Kings Road. Einfach nur Kings Road. Kings Chaos. Was sind hier die Kings Road? Also ich sehe keine Kings Road. So, das ist halt die Frage, wo ist City sein... Road? Wo fängt er denn an oder wo startet er denn? Ne, Kingston. Kennington Park. Hier oben ist nur King's Cars oder King's Cross. Ganz oben. Hm. An einem King's Road gibt's hier nicht. Ja. Und dann sagt er, danach geht er zum Hyde Park. Hyde Park. Ja, das ist Hyde Park. Das wäre 7. Muss er dann geht er in die Adware Road. Ah, hier, Kings Road. Ist die 11. Okay, warte mal. So, dann. Hör mal aus. Ja, 11 kannst du ja da nicht eingeben, oder? 11. Dann haben wir gesagt, Hyde Park 7. Hyde Park 7. Dann Edgware Road. Edgware Road. Also Edgware Road ist die 3. Genau. 3. Und dann Baker Street. Baker Street. Wo ist die Baker Street? Dann book a right turn. I took a right turn. Na, warte mal, also da wurde, gehen wir zur Edgware Road. I passed the Marble Arch and took Edgware Road. It was crowded and I hoped my wouldn't be able to follow me there. But I was wrong. They were everything. I took a right turn and after a while arrived Baker Street. Also von der 8 muss es nach rechts irgendwo gehen. Ah, da, hier ist die Baker, das ist die 5. 5, die 5. Uff.
Yeah! Ach, da guck mal, da kommt jetzt die richtigen Sachen, die wir brauchen für das Ding. Gib mal. Das müssen wir da hinten nämlich hinpacken. Ja, musst du mir, leg mal da oben auf. So, warte, ich leg's da vorne. Oder so. Dann kann ich die schon mal im. Nicht den Zettel, du sollst mir das geben. Die Sachen kommen nämlich hier im Spiegel bestimmt. Sag ich doch. Ja, und das andere der, auch, das habe ich auch da hingelegt, ne? Hab ich ja hier. Aber das kann ich noch nicht reinpocken, da fehlt noch ein Teil. Und den Koffer ja, kriegst du denn? Werden wir bestimmt aufkriegen, wenn wir das hier lösen. Meinst du? Scheiß Dreck, ey. Ich komme auch nicht drauf, was die Zahlen irgendwie, was sie vielleicht gemeinsam hätten, oder? Fünf mal zwei sind 10 mal 6 wären. Das geht nicht. Vor allem, was davon ist nachher der Code? Ja. Weil du kannst ja nicht alle Zahlen da eingeben, die nachher da sind, also die in der Mitte stehen. Ja, deswegen wundert mich das hier gerade. Ich denke mal, du wirst nachher nur den, den du da hinten, wo das Fragezeichen steht. Ja. Die zwei. Und ich denke mal, die sind dann für hier den Koffer, oder? Ich komme echt nicht drauf. Ich habe echt keinen Plan. Auf dem Tagebuch-Ding stand auch nichts weiter drauf, ne? Ne, ja, Zettel liegt da oben. Da sind wir wohl schon am Abpacken. Ja, irgendwie. Ach hier, Wissenschaftler suchen nach Mustern in den Zahlen. Nächster Hinweis in 300 Sekunden, ja. Suchen nach Mustern in den Zahlen, ja du, voll du. Das ist mir schon klar. Ja. Wissenschaftler suchen nach Mustern in den Zahlen. Ja, das ist mir schon klar, dass da ein Muster an den Zahlen ist. Ich erkenne aber kein Muster, ey. Nee, nicht wirklich. 12, 14, 24. Nee, mal 2 kannst du das auch nicht. 3, 28, 23. Scheiße. Wann können wir wieder einen Hinweis? Kriegen wir bitte schneller ein? Dauert noch, ne? Mhm. 64 Sekunden. Eins, neun, drei, sechs. Ja. Und das hat andere Ding drin. So, und jetzt verrat mir mal. Aber wie sind die jetzt auf. Da 19? Kommt 19 und da 36. Und 36. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Da müssen wir uns mal ein Video angucken. Zum Glück gibt es hier ja hier Hinweise. Ja, also vielleicht. Kommt, das Ding daraus. Habt ihr noch eine Ahnung, wie das geht? Dann könnt ihr uns das ja mal sagen. Oh, guck mal, da ist der USB-Stick und hier so ein Zettel. Nimm mal. Hier, du kannst das mal da hinten reinpacken. So, da brauchen wir auch wieder ein Passwort für. So, jetzt mach die mal rein da. Jetzt passen sie nämlich alle. Okay. Na toll, die kannst du aber alle zueinander drehen hier. Na der. Okay, der ist fix da. Der weiße ist fix. Okay, wo hast du denn die anderen Zettel hingepackt? Einer ist hier. Der andere ist da.
So, das heißt, hier 1 ist K. Oder 1 K. K. So, dann muss er so stehen. Schneicht, ey. Und der Pfeil dahin. So, und jetzt? Brauchen wir dafür auch ein Passwort. Oder? Aber dann weiß ich ja nicht, was das hier zu bedeuten hat. 6. Ach, warte mal. 1 ist K. 6. Was ist 6 für ein Zeichen? Das Zeichen. 0 ist das Zeichen. Aber das ist ja hier auch. Das ist ja die Zahl, die fehlt. Ach nee, das ist ja... Ach, fuck. 0 ist das. So, wo ist jetzt das Zeichen? Dann ist das 3. Gib mal da ein. Muss erstmal alles löschen. Ne? Ich bin schon dabei. So, 3. Ist 6. Fängt's an mit 6. 6. Na, warte mal, ich muss mich noch anders hinstellen hier. Das ist gerade falsch. So. Oh, das ist eine 5 dann. Hast du? So, 6. 6. 5? Ja. 5. 0? 0? 9. Geht nicht. Schöne. Ist das hier auch eine 6? Nee, das ist keine 6. Och. Hier ist ja der Punkt unten. Oh. Warte mal, kannst du mir die Zahlen noch mal eben kurz sagen? 6? Ach nee, okay, hier kommen nur Buchstaben rein. Sag mir mal die Buchstaben, die, wenn du bei K1 und so machst. Ja, oder mal eben machen. Sechs ist welcher Buchstabe? N. N. Okay. Das nächste Zeichen? Wäre O. O. Ach, warte mal. Backspace. N. Mann. N. O. O. H. T. Was? T. T wie Theodor. Ja. So, das waren dann alle. Zack. Oh, ich bin ein Held. Ich bin so geil, echt. Huhu. It is too late now. It has already been banned and any use of it is under strict supervision. The best time to acquire it was in. Und dann steht da nichts mehr. Ja, kannst du irgendwo draufdrücken. Enter. Nee, passiert nichts. Ne. Ach, super. Dem Laptop wird Morsecode abgespielt. Geben Sie das hier ja in die Zeitmaschine ein. Ich denke schon, warum hört das nicht mehr auf zu piepen? Ja, auf dem Laptop wird Morsecode abgespielt. Geben Sie das hier ja. Ach so, halt, warte, hier, jetzt. Okay, du musst mir das... Warte. Ruhe. So, wie war das jetzt? Nee. Nicht? Nein. 2850. Ist falsch. Na, dann nochmal... Also dann ganz fast gelöscht alles? Ja. Okay, 1. Hm?
8. Fünf, null. Ja, hab ich mich verjagt, ey. Puh. Kapitel 2. Ja. Gut. Alter Falter. Ja, die Rätsel haben es echt in sich. Also ich sag mal, ohne Hilfe. Ja, ohne Hilfe. Also das mit den Zahlen, also an dem Dings, das habe ich bis jetzt nicht kapiert. Ja, mit den Zahlen habe ich auch. Habe ich absolut nicht verstanden, welche Zusammenhänge da sein sollen. Ja. Wenn ihr da eine Idee habt, wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare, weil wir sind ein bisschen blöd. Ja, sind wir gerne. Aber ja. Es macht auf jeden Fall verdammt viel Spaß. Man kann zusammenspielen, was nochmal ein extra Daumen nach oben ist. Definitiv. Und es ist auch nicht mal so teuer. Muss man auch dazu sagen. Ja, ist gerade im Angebot. Ich glaube allgemein 5,99, glaube ich, ne? Weil ja, ich weiß. Und im Angebot, glaube ich, 4,23 oder irgendwie so, ne? Ja. Auf jeden Fall lohnt es sich. Also wir haben hier 3 Kapitel. Das erste haben wir jetzt durch. Die anderen 2 werden wir uns auch nochmal angucken. Genau. Da werden wir dann nächstes Mal hier weitermachen. Kapitel 2. Sieht aber auch schon sehr, sehr geil hier drinnen wieder aus. Ja, schon wieder eine Karte. Kamin, da vorne ist schon wieder was da. Ja, Sonnensystem, auch jo. Ja. Wird noch ein bisschen länger dauern. Ja, denke ich mal auch. Aber da werden wir, glaube ich, auch nochmal ein Video dann zu machen von jedem Kapitel. Genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Warte. Ja, geht nicht. Ach, mit der Hand geht nicht. Ja, und es wäre cool, wenn ihr unseren Channel abonnieren würdet und haut doch auf die Glocke, ne? Genau, damit ihr immer die neuesten Videos von uns zu sehen bekommt. Richtig, und dann sagen wir auch schon wieder bis zum nächsten Mal. Ciao!